Hi, grüß euch, servus. Heute möchte ich euch mal zu einer Erfolgsgewohnheit was sagen, die wo ich mir leider erst vor 2 Jahren angeeignet habe. Und zwar ist es das Thema Lesen. Ich war eben auf einem Seminar, da haben sie gezeigt, wie das Unterbewusstsein funktioniert, wie ja, Gedankenmuster funktionieren, wie Glaubenssätze funktionieren und wie das Unterbewusstsein abspeichert. Ich war bis zu dem Zeitpunkt Fernseh-Junkie. Ich möchte es mal erklären. Ich bin da gehockt, habe 12 Stunden in meinem Online-Shop gearbeitet und nebenbei ist immer der Fernseher gelaufen, weil bei anderen Leuten der Radio. Und hab mich da beschallen lassen den ganzen Tag mit dem Trash-Talk, mit den Bad News zu dem Thema, wieso sowas Gift ist, werde ich mal ein separates Video machen. Aber auf alle Fälle waren zu dem Zeitpunkt Menschen, die nicht Fernseh schauen, Freaks für mich. Ich habe nach dem Seminar sofort mein Sky-Abo gekündigt und habe seitdem den Fernseher nie wieder eingeschaltet in den letzten 2 Jahren. Ich bin jetzt aber auch nicht so radikal, dass wenn ich irgendwo bin und der Fernseher läuft, sagt, oh, ich müsste den Fernseher ausmachen. Ich für mich ich für mich einfach kein Fernsehen mehr. Und habe mir dann die Erfolgsgewohnheit angewohnt statt Fernsehen, weil ich gesehen habe, dass es alle erfolgreichen Menschen machen. Und zwar ist das Lesen. All leaders are readers, but not all readers are leaders. Das heißt, alle Leute, die wo wirklich Expertise haben in einem Bereich, Fachmann sind, lesen. Und zwar nicht einmal im Jahr Bildzeitung, sondern lesen regelmäßig Sachen in einem Fachbereich, persönlichkeitsentwickelnde Themen, die was weiterbringen. Und ich möchte es an mir sagen, ich habe mir das nicht vorstellen können, jeden Tag zum Lesen. Weil ich habe für mich den Glaubenssatz gehabt, was ich von der Schule noch mitgebracht habe, Lesen ist wie Lernen in der Schule. Das hat mir keinen Spaß gemacht und ich habe das abgespeichert unter voll für den Arsch. So, jetzt komme ich aber von dem Seminar heim und ich habe dann eine Entscheidung getroffen. Und ich habe gesagt, ich mache ein Jahr mal die Sachen, was die da vorgestellt haben und schaue nach einem Jahr nach, wie weit es mich weitergebracht hat. Und Lesen war halt eins von den Dingen, was ich mir vorgenommen habe. Und unter uns gesagt, habe ich es mir dann so angewohnt, widerwillig, jeden Tag am Morgen auf dem Töpfchen 10-15 Minuten zum Lesen. Ich habe gelesen, ich habe die Inhalte gar nicht gescheit aufnehmen können, ich habe langsam gelesen, habe es gar nicht gescheit gecheckt und mich hat es einfach mega gestresst, weil im Hintergrund und das Programm gelaufen ist, oh, Lesen ist uncool, Lesen macht keinen Spaß. Jetzt habe ich das für alle Gewohnheiten, wo sie irgendwann mal einbürgern, die guten wie die schlechten. Ich habe es mir selber, ich war 100% committed und habe gesagt, ich mache es ein Jahr lang. Und habe das durchgezogen und so nach 3, 3,5, 4 Wochen ist mir gar nicht aufgefallen, hat mir Lesen auf einmal Spaß gemacht. Bin ich statt 10 Viertelstunden eine halbe Stunde da geguckt und habe weitergelesen. Und dann, wenn ich Zeit gehabt habe, habe ich mir gedacht, hey, wie geht's jetzt da weiter? Und ich habe bis heute noch keinen Roman gelesen, sondern nur Sachen zum Thema Finanzen, Rhetorik, Verkauf, Network Marketing, solches Marketing als solches, Sachen, wo mich einfach interessieren und in meinen ja, beruflichen Welt und privaten Welt weiterbringen. Und habe dann auf einmal gemerkt, oh, mir macht es immer mehr Gaudi, ich kriege immer mehr guten Inhalt, ich nehme immer mehr, meine Sprache wird da besser. Nicht der Dialekt, nur meine Sprache wird besser. Und habe einfach da weitergelesen und habe mir den nächsten Bier gekauft und die nächsten Bier gekauft und habe mir dann auch gewohnt, eine Stunde am Tag, teilweise 2 Stunden zum Lesen und ich habe gemerkt, wie das wahnsinnig, ja, alles verbessert bei mir. Weil was mir zum Thema Lesen immer nicht klappt und meiner Meinung nach müsste ein Bier x-mal so teuer sein, dass man die Wertigkeit dahinter sieht, weil statistisch gesehen wird nur jedes 10. Buch von Anfang bis Ende gelesen und ist halt dürftig. Ist dies, wenn man sich jetzt ein Buch zum Beispiel zum Thema Verkauf organisiert, habe ich immer gemeint, ich lese ein Buch. Aber es ist in Wirklichkeit gar nicht wahr. Bei der, ich gehe davon aus, dass man Bücher von Leuten holt, die in dem Bereich erfolgreich sind, weil der, wo das Buch geschrieben hat, hat selber x Bücher zu der Branche gelesen, war auf Seminare zu dem Thema, macht es vielleicht beruflich und hat 20, 30, 40 Jahre Expertise. Das heißt, ich lese nicht das eine Buch, sondern ich lese im Prinzip die Zusammenfassung, die Meinung von dem Autor, so die ganzen Bücher, Seminare, Erfahrungen, was der gemacht hat, komprimiert in einem Buch. Das heißt, das Wissen, was in einem Buch drin ist, ist extrem wertvoll und meiner Meinung nach eine Abkürzung, egal welcher Ziel das ich habe. Wenn die Sprachen interessieren, dann liest zu dem Thema oder wenn die Reisen interessieren, zu dem Thema. Aber meiner Meinung nach, eine Erfolgsgewohnheit, die wo die
schnell Richtung deine Ziele bringt, ist Lesen. Weil durch Lesen tust du einfach Wissen von erfolgreichen Menschen aufnehmen. Und wenn du dann auch noch zu den Umsetzer gehörst, zu denen, wo T-U-N, die wo es einfach dann, wirst du sehr, sehr schnell erfolgreich werden. Ich möchte jetzt aber auch keine Angst haben, oh, der Typ liest 2-3 Stunden am Tag. Nein, tue ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe mir auch gewohnt, dass ich 30 Minuten am Tag lese. Und meistens habe ich auch andere Sachen noch im Fokus, dass ich es am Abend lese. Und zwischendrin mal, wenn ich Zeit habe, einfach ein bisschen lese oder wenn ich warten muss, in einem E-Book lese. Also von dem her, wenn es dreimal am Tag 10 Minuten liest, werde ich das in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5, 10 Jahren so weit nach vorn katapultieren mit einer kleinen Änderung, mit einer kleinen Gewohnheitsänderung. Und deswegen ist für mich Lesen Sport für Champions. Und ich habe auf meinem Facebook-Kanal, wenn ihr mich da mal besuchen möchtet, mache ich so eine Runde, die heißt Lesen statt Glotzen. Und da stelle ich Bücher vor, die wo mich weitergebracht haben, die wo mir dauern, so kurze Zusammenfassung. Also ich mache kein Affiliate raus oder sowas, sondern einfach Bücher, wo mir taugt haben, gebe ich raus, um euch wieder Mehrwert zu geben. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt und wenn ihr in die Kommentare schreibt, hey, was möchtet ihr als nächstes Video sehen? Welche Bücher, und das interessiert mich persönlich als Leseratte, welche Bücher haben euch nach vorn gebracht und wieso? Ich bedanke mich für die Zeit, wünsche dir eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Anselm.